Was geht ab? Du möchtest Freecam in deinem Spiel hinzufügen, aber nicht nur für dich selbst, sondern auch für Admins oder VIPs oder wen auch immer? Dann ist dieses Video für dich, denn ich zeige dir, wie du Freecam für bestimmte Spieler hinzufügen kannst. Zuallererst sollte man wissen, dass Freecam eine Sache ist, die Roblox automatisch zu jedem Spiel hinzufügt, aber nur für den Owner des Spiels. Und dementsprechend können wir uns einfach diese Freecam gönnen. Das heißt, wir gehen einfach, wenn wir das Spiel testen gerade in Roblox Studio, einfach rechts auf Players, dann auf uns, dann auf Player GUI und dann seht ihr schon zwei Freecam Scripts drin, weil ich einen schon reingefügt habe für einen Test. Ihr nehmt jetzt einfach das Freecam Script, das hier drin ist, oder Freecam GUI meinetwegen, drückt dann STRG C oder Rechtsklick kopieren. Ihr könnt einmal testen, ob das Kopieren funktioniert hat, indem ihr hierauf STRG Umschalt V drückt und wenn es hinzugefügt wird, perfekt. Dann könnt ihr den Test schließen. Klickt dann rechts auf Starter GUI und drückt wieder STRG Shift V oder STRG Umschalt V und dann habt ihr es eingefügt. In diesem Freecam Script könnt ihr jetzt nochmal Sachen anpassen, wenn euch die Freecam nicht gefällt. Zum Beispiel, wenn ihr hier ein bisschen nach unten scrollt, gibt es hier die Tastenkombination, die gedrückt werden muss, wenn man die Freecam aktivieren möchte. Das ist einmal Left Shift und die Taste P. Ihr könnt zum Beispiel auch F für Freecam draus machen, aber ich lasse es einfach mal bei Shift P. Und hier könnt ihr auch noch ein paar Werte anpassen, dafür, wie sich die Kamera im Flug verhält, aber ich lasse alles so, wie es ist. Dieses Script passen wir nicht weiter an, sondern fügen ein weiteres Script hinzu, indem wir hier auf das Plus gehen, schreiben der Local Script und dann fügen wir ein Local Script hinzu. Das Local Script benenne ich um in Only Admin Script. Das Freecam-Ding hier lösche ich einfach mal. Und in das Only Admin Script schreiben wir jetzt ein ganz, ganz einfaches Script rein. Wir holen uns erstmal den Player Service, um den Spieler zu bekommen. Dann holen wir uns das Freecam GUI und das Freecam Script, das da drin ist. Indem wir schreiben Freecam GUI ist gleich Script.parent. Diese Abstände hier müsst ihr nicht machen. Es reicht ein Leerzeichen, aber ich mache die Abstände ein bisschen größer. Freecam ist gleich Freecam GUI Doppelpunkt Wait for Child Freecam Script und Freecam Script.enabled ist gleich False, damit wir die Freecam für alle Spieler deaktivieren. Jetzt, wo die Freecam für alle Spieler deaktiviert ist, müssen wir natürlich die Freecam aktivieren für Leute, die zum Beispiel Admin sind. Ich habe in meinem Spiel zum Beispiel mein Datenmodul drin, das ich in einem anderen Video erklärt habe. Das ist jetzt oben auf dem i verlinkt, falls euch das interessiert. Und solange dieses Modul hier drin ist, haben alle Spieler einen Spielerrang. In den Data Settings sieht man, der Standardrang ist Spieler. Und ich möchte jetzt zum Beispiel, dass nur Leute mit dem Rang Admin die Freecam haben können. Oder ich kann hier auch reinschreiben VIP. Und wenn ich dann in meinen Daten einstelle, dass dieser Spieler jetzt ein Admin oder ein VIP ist, dann soll das funktionieren, dass er die Freecam bekommt. Mein Datenmodul macht das einfach für uns, denn es fügt Leaderstats hinzu über dieses Leaderstats-Script und in den Leaderstats steht drin, weil wir hier unten steht der Rangname drin. Das heißt, wir können diesen Rangnamen aus den Leaderstats auslesen und können den dann einfach abgleichen. Und das machen wir jetzt einfach mal als Beispiel. Ich werde euch gleich aber noch andere Beispiele zeigen. Das heißt, wir suchen uns erstmal die Leaderstats vom Spieler. In den Leaderstats suchen wir dann den Rangnamen. Dieses Doppelpunkt String Value könnt ihr hier übrigens weglassen. Das kann auch so aussehen, kein Problem. Und dann schreiben wir eine kleine Setup-Funktion, die das Freecam-Script dann aktiviert, wenn der Rang stimmt. Das heißt, Local Function Setup, if Rang.Value ist gleich Required Rank, then FreecamScript.enabled ist gleich True. Diese Funktion führen wir dann einfach mal aus, dass direkt, wenn der Spieler dem Spiel beitritt, diese Setup-Funktion ausgeführt wird, natürlich erst nachdem die Leaderstats gefunden wurden. Aber falls sich der Rang mitten im Spiel ändert, wollen wir das auch noch anpassen. Das heißt, wir schreiben am Ende einfach noch einmal Rang.Change, Doppelpunkt Connect, Setup. Oder vielleicht die Abstände so, ist eigentlich egal, welche Abstände man lässt. Und damit haben wir jetzt ein Script, das in den Leaderstats nach einem Value sucht, namens Rangname. Der ist der hier oben, der steht auf Spieler. Und dann guckt er, ob der Rang VIP ist. Das heißt, wenn ich jetzt Shift-P drücke, passiert gar nichts. Wenn ich jetzt aber auf Players und Roblox Conny gehe, seht ihr hier die Leaderstats. Und in den Leaderstats ist der Rangname. Und wenn der Rangname angepasst wird auf VIP und dann Shift-P drücke, dann habe ich meine Freecam. Wunderbar, oder? Ich kann wieder Shift-P drücken und bin wieder raus. Aber ihr habt vielleicht nicht so ein Datenmodul wie ich und ihr habt den Rangnamen vielleicht auch nicht in den Leaderstats drin, weil das will man vielleicht nicht immer haben. Deswegen könntet ihr theoretisch es euch ähnlich machen und den Rangnamen einfach in einem anderen Folder speichern, damit er direkt auslesbar ist. Oder ihr macht das Einfachste, was man sich so vorstellen kann, und zwar ihr macht einfach eine Liste von allen Spielern, die erlaubt sind, weil das werdet ihr wahrscheinlich eher haben wollen. Dafür fügen wir zum Replicated Storage einfach mal ein Modul hinzu, ein Module Script, Entschuldigung. Nennen das dann einfach mal Freecam oder VIP-List. So, dann passe ich das Module Script einmal an, dass das Modul auch VIP-List heißt. Und dann schreiben wir hier rein VIP-List.VIPs ist gleich ein Table und in den schreiben wir einfach alle VIPs rein. Zum Beispiel Roblox Conny soll VIP sein. Natürlich soll auch Roblox Felix VIP sein. Dizzy soll auch VIP sein. Und natürlich der Roblox
Owner soll auch VIP sein. Und wir können jetzt einfach diese Liste abgleichen oder wir können einfach eine Methode hinzufügen, die diese Liste abgleicht. Das heißt, wir schreiben jetzt einfach mal VIP-List, Doppelpunkt oder erstmal natürlich Function VIP-List, Doppelpunkt ist VIP, Spieler, Doppelpunkt Player. Und dann kann diese Liste abgleichen, ob der Spieler ein VIP ist. Das heißt, wir sagen einfach nur for unterstrich, Komma, Name in self.vips do. Dadurch loopen wir durch alle Namen in dieser VIP-List durch und sagen dann if Spieler.name ist gleich Name, then return true. Und am Ende, wenn es kein VIP ist, sagen wir einfach return false. Und das ist alles, um zu checken, ob der Spieler in dieser Liste drin steht. Wenn ihr noch irgendwelche anderen Methoden habt, um irgendwie eure VIPs aufzulisten, dann müsst ihr das selber implementieren, aber an sich müsst ihr nur eine Check-Funktion machen, die prüft, ob der Spieler ein VIP ist. Und dann muss in diesem OnlyAdminScript diese Check-Funktion abgerufen werden. Wie man die abruft über ein anderes Modul, zeige ich euch auch. Wir holen uns das Modul, in dem wir sagen, RS ist gleich game.getService.replicated.storage und local VIP-List ist gleich require RS.wait4child-VIP-List. Dann schreiben wir hier einmal rein, if VIP-List.isVIP-Spieler, then freecamScript-enabled ist gleich true. Kopieren wir uns von da. Das hier kommentiere ich mir einfach mal aus. Und damit haben wir das Gleiche, nur dass wir hier jetzt in dem Fall diese ganzen Leader-Stats gar nicht brauchen. Deswegen kommentiere ich die auch aus. Das hier brauchen wir auch nicht. Und da sich diese VIP-Liste während des Spiels wahrscheinlich nicht anpasst, müssen wir die Setup-Funktion auch kein weiteres Mal ausführen. Aber falls ihr irgendwie eine Methode zum Spiel hinzufügt, um diese Liste anzupassen, dann müsst ihr daran noch ein Event connecten, dass die Setup-Funktion erneut ausgeführt wird. Wenn ihr euch mit Events und so nicht auskennt, dann schaut euch meine Roblox Studio Lernserie an, die ist jetzt auch oben auf dem i verlinkt. Da erkläre ich eigentlich alles, was man zum Coding wissen muss. Und wenn ihr die ganzen Coding-Videos da eigentlich verstanden habt, dann kommt ihr hiermit richtig easy klar und könnt dieses FreeCam-Script in allen möglichen Weisen implementieren. Wir gucken natürlich jetzt noch einmal rein, ob es geklappt hat, indem ich dem Spiel beitrete. Ich bin zwar immer noch Rangname Spieler, aber wenn ich Shift-P drücke, habe ich die FreeCam, weil ich in der Liste drin stehe. Genauso wie Felix, genauso wie Dizzy und genauso wie Roblox. Und alle anderen Spieler haben das nicht. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne auf meinen Discord-Server joinen und dort Fragen stellen. Und ihr könnt natürlich auch das Video anschauen, das hier eingeblendet wird. Bis dann und ciao!